Willkommen in Nordostniedersachsen zu einer Reise über eine normalerweise wenig beachtete Strecke in einer wenig beachteten Gegend. Wir sind zu Gast auf der Wendlandbahn von Lüneburg nach Dannenberg-Ost, einer scheinbar unscheinbaren Nebenbahn, über die es allerdings einiges zu sagen gibt. Das beginnt schon mit ihrer Geschichte. Die Strecke wurde von der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft BHE erbaut, die Großes vorhatte. Der neue Schienenstrang sollte in Wittenberge von der blau eingefärbten Stammbahn abzweigen und eine schnelle Verbindung zwischen Berlin und Bremerhaven schaffen. Entsprechend edel war die Trassierung, wovon die für zwei Gleise ausgelegten Dämme und Einschnitte sowie großzügige Radien zeugen. Wittenberge-Hitzacker ging 1873 in Betrieb, der Rest bis Buchholz folgte 1874. Der Weiterbau nach Bremerhaven unterblieb, denn zum Leidwesen der BHE hatten ein Jahr zuvor die Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn und die Bremer Staatsbahn die Strecke Stendal-Uelzen-Langwedel eröffnet, sodass zwischen Berlin und der Nordsee bereits eine leistungsfähige Verbindung bestand, die später als Amerika-Linie Karriere machte. Wittenberge-Buchholz erwies sich also frühzeitig als Flop und kam nie über lokale Bedeutung hinaus, wobei sich insbesondere ihr geradliniger Verlauf abseits der Ortschaften negativ auswirkte. 1902 errichteten die preußischen Staatsbahnen zwar noch die Verbindung von Buchholz nach Bremervörde und schlossen durch Nutzung zwischenzeitlich entstandener Strecken die Lücke nach Bremerhaven. Die Verbindung blieb jedoch bedeutungslos und verschwand 1968. Von der verhinderten Magistrale Wittenberge-Buchholz existieren nur noch die Abschnitte Dannenberg-Lüneburg und Jesteburg-Buchholz. Letztere Strecke, mittlerweile zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert, habe ich mit einem Video gewürdigt. Erstere steht heute im Mittelpunkt unseres Interesses. Starten wir mit einem Blick auf das im Wesentlichen seit 1999 unveränderte Betriebsprogramm. Der Fahrplan der Regionalbahnlinie 32 umfasst täglich 5 Zugpaare im seltenen 3-Stunden-Takt mit einer 4-Stunden-Lücke am Nachmittag. Seit 2014 bedient ERIX die 53 Kilometer lange und mit Tempo 60 befahrbare Strecke. Die Triebzüge der Baureihe 622 benötigen bei 8 Unterwegshalten je nach Richtung 67 oder 68 Minuten. Unsere Tour ins Wendland beginnt auf dem Bahnhof Lüneburg-Westseite, der auch der wendenden RB 31 von und nach Hamburg dient. Der Zwischenbahnsteig ist seit Ende 2019 stillgelegt. Sämtliche Züge nutzen den verlängerten Hausbahnsteig mit den durch Lichtsperrsignale geteilten Gleisen 6 und 7. Zwischen einem Birkenwald, der im früheren Güterbahnhof gedeiht, dem Übergabegleis zu den Osthannoverschen Eisenbahnen und dem Neubaugebiet Ilmenau-Gärten, auch genannt Klein-Prora, geht es hinauf zur Brücke über die Hauptstrecke Hamburg-Hannover. In Wendisch-Evern verläuft die Strecke mitten durch den Ort. Der Haltepunkt liegt jedoch außerhalb. Er ging erst 1918 in Betrieb und war bis in die 50er Jahre ein Bahnhof mit Stellwerk, Kreuzungs- und Ladegleis. Wie alle Stationen der Wendlandbahn verfügt er über einen Wetterschutz, einen dynamischen Schriftanzeiger und einen fernverkehrstauglichen Fahrkartenautomaten. 2 Kilometer östlich überqueren wir den 1976 eröffneten Elbe-Seitenkanal, der die Elbe innerniedersächsisch mit dem Mittellandkanal verbindet. Zu Zeiten des Kalten Krieges hatte der Heidesuez außerdem strategische Bedeutung und sollte als Bollwerk gegen Angriffe aus dem Osten dienen. Fahrsdorf erhielt seinen Bahnanschluss bei Eröffnung der Strecke. Auch hier konnte einst gekreuzt werden. Der Güterverkehr wurde Ende 1993 eingestellt. Zumindest auf dem Papier. Denn wann hier tatsächlich letztmalig Frachten den Verkehrsträger gewechselt haben, ist nicht bekannt. Die abgeknipsten Nebengleise liegen bis heute. Auch einige Rollenhalter der Drahtzüge für Weichen und Signale stehen noch. Mit Roßdorf erreichen wir den westlichsten der 1955 eingerichteten 6 Haltepunkte, von denen 5 ihr Leben längst wieder ausgehaucht haben. Der letzte Nahverkehrszug stoppte 1989 und angesichts der Entfernung zum Dorf sowie überhaupt jeglicher Zivilisation fragt man sich, wer hier jemals ein- oder ausgestiegen ist. Schon sind wir in Bavendorf, der einzigen Station der Wendlandbahn im Kreis Uelzen.
während Bavendorf selbst 1 Kilometer entfernt im Landkreis Lüneburg liegt. Der heutige Haltepunkt entstand zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Empfangsgebäude ähnelt dem von Wendisch-Ewern. Der Güterverkehr endete, wie in Fahrsdorf, mit Ablauf des Jahres 1993. An den Haltepunkt Dumstorf erinnert nichts mehr. Seine frühere Position lässt sich allenfalls erahnen, wenn man weiß, dass er sich in Kilometer 208,1 neben diesem Bahnübergang befand. Der letzte Reisezug halt in Dumstorf erfolgte 1981. Ganz in der Nähe findet sich eine der für diese Strecke typischen Brücken. Eisenbahnseitig sehr geräumig, mit Platz für 2 Gleise, straßenseitig umso enger. Nicht nur an solchen Feldwegen. RB 32 nach Dannenberg Ost. Nächster Halt Dahlenburg. Zur Erinnerung, wir sind auf einer im 3-Stunden-Takt bedienten Nebenbahn unterwegs. Da erwartet man alles, aber keine mit einem Fahrdienstleiter besetzte Betriebsstelle. Genau das aber ist er, der Bahnhof Dahlenburg, 3 Kilometer südlich des namensgebenden Ortes. Der FDL im Empfangsgebäude bedient ein mechanisches Stellwerk von 1955. Im Regelbetrieb wird die Kreuzungsmöglichkeit nicht benötigt. Beim Verkehren von Sonderzügen ist sie unerlässlich. Wenn im Wendland alljährlich zwischen Himmelfahrt und Pfingsten die kulturelle Landparty steigt und das Zugangebot zum 2-Stunden-Takt verdichtet wird, kreuzen die Regionalbahnen in Dahlenburg. Die Nebengleise sind unter üppiger Vegetation verschwunden, nachdem die Cargo-Bedienung offiziell 1996 endete. Auf schnurgerader Strecke gerät bald der Haltepunkt Netzendorf in Sichtweite. Er ist der einzige der 50er-Jahre-Haltepunkte, der bis heute bedient wird. Allerdings ist er stilllegungsbedroht, denn die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen strebt die Reisezeitverkürzung Lüneburg-Dannenberg auf 51 Minuten an, um mit einem Triebwagen einen 2-Stunden-Takt anbieten zu können. Da hierfür neben einer Geschwindigkeitserhöhung auf 80 km/h der Verzicht auf 3 Haltepunkte erforderlich ist, sollten die Samtgemeinden Ostheide, Dahlenburg und Elbtalaue ihre Stilllegungskandidaten vorschlagen und nannten Anfang 2017 Wendisch-Ewern, Netzendorf und Leitstade. Das sorgte vor Ort für wenig Begeisterung. Und seit nunmehr 3 Jahren hat man von einem Streckenausbau auch nichts mehr gehört. Etwa alle 1,5 Stunden passiert an Eriks die Reste des 1989 aufgehobenen Haltepunkts Ollendorf. Auf einer dermaßen verkehrsberuhigten Strecke sollte sich der interessierte Zaungast ziemlich genau überlegen, wann er sich wohin begibt, um tatsächlich mal einem Zug zu begegnen. Beispielsweise dann, wenn er diese uralt Blinklichter mit seltenen quadratischen Signalschirmen in Aktion erleben möchte. Seit 1961 sind Blinklichtanlagen mit rechteckigen Signalschirmen auszustatten, womit dieses Exemplar mindestens 60 Jahre auf dem Buckel haben dürfte. Übrigens sollte man Abstand von der Idee nehmen, einen Zug mit dem Pkw zu verfolgen, wenngleich die Reisegeschwindigkeit der RB 32 unter 50 km/h liegt. Die Strecke verläuft meist fernab der Bundesstraße 216 und angesichts der kurvigen Ortsverbindungen saust der Eriks jedem Automobilisten davon. Wir nähern uns dem Haltepunkt Görde, ein ehemaliger Bahnhof, von dem nur das Kreuzungsgleis überlebte, was die Schlenker vor und hinter dem Bahnsteig erklärt. Die einst als Kaiserbahnhof bezeichnete Station ist nach dem Staatsforst Görde benannt, dem mit 75 Quadratkilometern größten Mischwald Norddeutschlands. Die Monarchen des Deutschen Reiches schworen auf die Jagd in der Görde und die Anreise erfolgte natürlich mit der Eisenbahn. Heute denkt beim Stichwort Görde kaum jemand an kaiserliche Jagdgesellschaften, sondern eher an den berüchtigten Gördemörder, der dieser Gegend um 1990 zu trauriger Berühmtheit verhalf. Zum Bahnhof Görde existiert ein umfangreicher Wikipedia-Eintrag, dem unter anderem zu entnehmen ist, dass es bis in die 50er Jahre 2 Stellwerke gab und der örtliche Güterverkehr Ende 1988 eingestellt wurde. So, bisher war das alles Vorgeplänkel. Erst jetzt sind wir im Wendland,
das jahrzehntelang auf drei Seiten von der DDR umflossen war und als Synonym für das Ende der Welt galt. Vermutlich wäre dieser Landstrich bis heute völlig unbekannt, gäbe es dort nicht das Atommülllager Gorleben, von dem niemand weiß, ob es nur ein Zwischen- oder doch ein Endlager sein soll. Ab Ende der 70er Jahre wurde das Wendland zum Zentrum von Anti-Kernenergie-Protesten, die ihre Höhepunkte im Rahmen von bislang 13 Castor-Transporten erreichten. Castor ist ein Kürzel für Cask for Storage and Transport of Radioactive Material, also ein Behälter zur Aufbewahrung und zum Transport radioaktiven Zeugs. Seit 1995 wird in unregelmäßigen Abständen Nuklearabfall aus Kernkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen in Castor-Behältern per Bahn nach Dannenberg geschafft, dort auf LKWs umgeladen und ins 20 Kilometer entfernte Gorleben gebracht. Gut möglich oder sogar sehr wahrscheinlich, dass die Wendlandbahn ihr Überleben zwei eher unschönen Dingen verdankt. Der Nähe zur DDR, Stichwort Zonenrandförderung, und dem Atommüll. Als ihre Zukunft um den Jahreswechsel 1997-98 am seidenen Faden hing, war auch das sachsen-anhaltische Arendsee als neuer Umladebahnhof im Gespräch. Die Pläne wurden ad acta gelegt. Die Strecke Salzwedel-Arendsee-Wittenberge ging, die Wendlandbahn blieb. Und mit ihr der Haltepunkt Leitstade auf einer Waldlichtung mit ein paar Häuschen, deren Bewohner um ihren Bahnanschluss kämpfen. Der Aushangfahrplan lässt das Angebot umfangreicher erscheinen, als es ist, weil auch die an nur 6 Tagen verkehrenden kulturelle Landpartyzüge enthalten sind. Selbst Leitstade war mal Kreuzungsbahnhof und wer ein bisschen im Netz stöbert, stößt auf die Information, dass dieser Bahnübergang am 6. Dezember 1955 seine Schranken verlor und fortan nur noch mit Andreaskreuzen gesichert war. Wenn man in der Geschichte der Wendlandbahn buddelt, stolpert man immer wieder über das Jahr 1955. Das einerseits durch die Inbetriebnahme neuer Haltepunkte, andererseits durch umfangreiche Rationalisierungen wie den Abbau von Gleisen und Signalanlagen gekennzeichnet ist. Übrigens, 1953 war man dichter an den angepeilten 51 Minuten Fahrzeit für Lüneburg-Dannenberg als heute. Bei nur einem Zwischenhalt weniger benötigten die Züge für die Gesamtstrecke im Mittel 63, im günstigsten Fall nur 58 Minuten. 1962 ging es hier schon deutlich gemächlicher zu. Bei nunmehr 13 Unterwegsstationen, davon 6 Bedarfshalten, betrug die Fahrtdauer durchschnittlich 74 und minimal 70 Minuten. An Herrlingen, einen jener Bedarfshalter, erinnert nur noch der begrünte Bahnsteig. Wie Roßdorf und Oldendorf wurde er 1989 gestrichen. Im Dritten Reich lag hier der Übergabebahnhof zu einem militärisch genutzten Großtanklager, das durch rund 11 Kilometer Gleisanlagen erschlossen war. Hitzacker ist mit rund 5000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Gemeinde zwischen Lüneburg und Dannenberg und verfügt über einen der seltenen Haltepunkte mit Blockstelle. Der im Empfangsgebäude residierende Blockwärter bedient 2 Signale und 3 Schranken. Von 1955 bis 1998 wurde der Verkehr im vereinfachten Nebenbahndienst abgewickelt, ab 1967 als Zugleitbetrieb bezeichnet. Die Fahrdienstzeiten in Wendisch-Ewern, Fahrsdorf, Bavendorf, Görde und Leitstade wurden abgezogen. Die verbleibenden Stellwerker in Dahlenburg und Hitzacker nannten sich fortan örtliche Betriebsbeamte. Hitzacker schrumpfte zur Haltestelle, die bis Ende 1995 im Güterverkehr bedient wurde und über 2 Deckungssignale zur Sicherung der Bahnübergänge verfügte. Seit 1998 gibt es in Hitzacker wieder einen echten Fahrdienstleiter. Und durch die Umwandlung der Deckungs- in Blocksignale erhöhte sich sogar die Leistungsfähigkeit der Strecke. Zumindest theoretisch. Das westliche Stellwerk des ehemaligen Bahnhofs Hitzacker steht noch und wird privat genutzt. 2,5 Kilometer südöstlich überqueren wir die Jezel. Die Brücke wurde neu errichtet, nachdem ihre Vorgängerin im Oktober 2001 einen Brandschaden erlitten hatte. Der Fluss Jezel bietet insofern eine Besonderheit, als er seinen Namen beim Eintritt nach Niedersachsen ändert. In Sachsen-Anhalt heißt er nämlich nur Jeze, ohne L.
Pisselberg war der östlichste der neun Haltepunkte und existierte wie Dumsdorf nur rund 25 Jahre. Auch vier Dekaden nach seiner Stilllegung ist er noch so gut erhalten, dass schon morgen wieder Züge stoppen könnten. In Dannenberg Ost empfängt uns das mechanische Stellwerk DF mit Technik von, wie sollte es anders sein, 1955. Nach dem Aussteigen prallen Welten aufeinander. Während auf der Gleisseite die Tristesse regiert, ist der auf dem Vorplatz stehende Betrachter regelrecht geblendet vom sanierten Empfangsgebäude. Früher gab es drei Bahnsteiggleise, wobei Haus- und Mittelbahnsteig per Unterführung verbunden waren. Östlich des Personenbahnhofs finden sich, dank der Atomkraft, eine Menge Nebengleise und ganz am Ende erstrahlt die Castor-Umladeanlage im Abendlicht. Wenn hier nicht gerade Atommüll von der Schiene auf die Straße wandert, verbringt der Eriks-Triebwagen seine Nachtruhe in dem eingezäunten Areal. Der Zusatz Ost lässt vermuten, dass es in Dannenberg einen weiteren Bahnhof gibt oder zumindest gab. Und richtig, da war mal der Westbahnhof, in dem sich die Strecken nach Salzwedel und Uelzen trennten, die wir uns kurz anschauen. Dannenberg wurde erst 1911 zu einem Eisenbahnknoten, als die 1891 eröffnete Jetzeltalbahn Salzwedel-Lüchow nordwärts verlängert wurde. Die Nebenbahn von Dannenberg-West nach Uelzen folgte 1924. Dannenberg-Salzwedel wurde bei Lübbow durch die deutsch-deutsche Grenze gekappt. Der Personenverkehr häppchenweise bis 1960 eingestellt, 1965 bis Lüchow wieder aufgenommen und 1975 endgültig begraben, während der Güterverkehr noch bis 1998 rollte. 2001 übernahm die Deutsche Regionaleisenbahn, DRE, die Infrastruktur mit dem Ziel der Reaktivierung. 2005 tauchte Dannenberg-Lüchow sogar wieder im Kursbuch auf, doch seit 2014 hat das wegen Brückenschäden gesperrte Gleis keinen Zug mehr gesehen, wenngleich Lüchow mit dem modernsten Bahnübergang des Wendlands aufwarten kann. Zur Strecke Dannenberg-Uelzen sei gesagt, dass sie den Personenverkehr 1975 und den Güterverkehr Stück für Stück bis 1995 verlor. Die ersten beiden Castor-Transporte rollten hier entlang. 1996 erfolgte die Stilllegung. Den westlichen Schnippel bis zum Hafen Uelzen betreiben die Osthannoverschen Eisenbahnen. Den Rest der teilweise abgebauten und entwidmeten Strecke hat die Ostheide-Elbe-Bahn Ende 2018 gekauft, um hier irgendwann mal wieder Schienenverkehr abzuwickeln. Warten wir es ab. Die Castor-Verladung am heutigen Streckenende haben wir bereits gesehen. Aber ursprünglich war hier ja nicht Schluss. Und so müssen wir uns noch 10 Kilometer gen Osten bequemen, um das legendärste Bauwerk der Gegend zu bewundern. Die Dömitzer Elbbrücke. Große Teile dieser einst rund 1000 Meter langen Konstruktion stehen in den Elbauen, wie bei der Eröffnung 1873. Seit 1945 führt die Brücke allerdings ins Nichts. Denn kurz vor Kriegsende stürzte einer der Überbauten bei einem Luftangriff in den Fluss. Die deutsche Teilung tat ihr Übriges, sodass der Wiederaufbau unterblieb. Nach dem Mauerfall forderten leise Stimmen die Reaktivierung. Doch die einzige Elbbrücke, die bei Dömitz neu errichtet wurde, war 2 Kilometer flussabwärts, jene der Bundesstraße 191. Gönnen wir uns noch einen Sprung über den großen Strom. Die Fortführung von Dömitz nach Wittenberge verschwand 1947 von der Bildfläche bzw. reparationsbedingt in die Sowjetunion. Und Dömitz war mit dem Zug nur noch aus Richtung Ludwigslust erreichbar. Die seit Stilllegung dieser Nebenbahn verstrichene Zeit summiert sich inzwischen zu 2 Jahrzehnten. Und ich kann es kaum glauben, dass ich hier mal aus der Ferkeltaxe gestiegen bin. Das Dömitzer Empfangsgebäude ist ausgebrannt und die Strecke abgebaut. Und das war unser Besuch auf der Wendlandbahn. Der Film ist länger geworden als geplant, was ein schöner Beweis dafür ist, dass es auch über eine auf den ersten Blick völlig unspektakuläre Nebenbahn einiges zu berichten gibt. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut doch mal auf der Strecke Lüneburg-Dannenberg vorbei. Es gibt viel zu entdecken und der Eriks freut sich über jeden Fahrgast. Also dann, bis bald im Wendland.